Grabsteine, das Tagesgeschäft. Von Leutershausen aus werden sie ins ganze Land ausgeliefert. Doch Steinmetz Alexander Hanel hat noch andere Ambitionen. Er will seine musikalische Leidenschaft in Stein verewigt. Falco in Granit. Die Endfertigung läuft gerade. Jetzt soll die Falco-Statue nach Österreich an den letzten Wohnort gebracht werden. Eine ganz besondere Ehrung für den 1998 verunglückten Megastar. Natürlich aus bester Qualität. Also es ist wichtig, dass man ein Denkmal aus Granit fertigt, aus Hartgestein. Es gibt einige Denkmäler, die auch in Marmor gefertigt worden sind. Allerdings ist da halt die Wertbeständigkeit oder die Haltbarkeit leider nicht ganz so hoch. Und deswegen wollten wir natürlich auch was machen, wo auch die Falco-Fans hoffentlich in 50 Jahren noch viel Freude daran haben. Ganz genau zeigen wir die Statue jetzt noch nicht, gleich aber die offizielle Enthüllung im österreichischen Gars am Kamp, wo Falco zuletzt seine Villa hatte. Was die ersten Reaktionen aus Österreich schon betrifft, die sind eigentlich überwältigend, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass das so ein großes Medienecho auch letztendlich bewirkt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es für Gars am Kamp eine schöne Bereicherung wäre. 3,5 Tonnen schwer, fast 4 Meter hoch mit Sockel, zudem äußerst frostbeständig. Eine im wahrsten Sinne des Wortes schwere Arbeit der Steinhanel GmbH. Also an der Figur an sich, das ist irgendwann überschaubar. Da reden wir um 120 Arbeitsstunden, so knapp ein bisschen drüber für das ganze Denkmal. Letztendlich mit Bürokratie, mit verschiedenen Stellen anlaufen und letztendlich alles umzusetzen, hat es sehr viel Arbeit gemacht. Das gegelte Haar trägt Falco auch in Stein streng nach hinten. Bescheiden war der Sänger nie, was hätte er zum eigenen Denkmal wohl gesagt? Das ist natürlich eine äußerst schwierige Frage. Ich hoffe natürlich, dass er sich darüber freuen würde. Und ich glaube, er hat ja irgendwie gesagt, erst wenn ich tot bin, werden es mir alle irgendwie lieb haben. Und ich glaube, dass das eine besondere Form der Ehrerweisung ist. Und grundsätzlich, glaube ich, würde er das ziemlich geil finden. Wie geil die Statue dann tatsächlich bei den Österreichern ankommt, jetzt die Probe aufs Exempel. Auf nach Niederösterreich, auf ins Örtchen Gars am Kamp zur feierlichen Enthüllung. Die Rocker aus dem Amadeus-Video von 85, sie trugen einst Falcos Sarg bei der Beerdigung in Wien. Jetzt wollen sie sein Denkmal ehren. Höchste Eisenbahn eigentlich, schon das 10 Jahre dauert hat. Nein. Also höchste Zeit für die Enthüllung. Eine ganz besondere Angelegenheit. Falco bekommt sein erstes Denkmal und zwar im österreichischen Gars am Kamp. Dort steht noch heute seine Villa. Hier hat der Weltstar beschauliche Tage verbracht. Nicht in Wien also, sondern in der niederösterreichischen Kleinstadt ist sein Denkmal gut aufgehoben. Falco war ein Teil von Gars und hat auch die Lokale unsicher gemacht. Er war ein gern gesehener Gast und wir haben als Garser auch die Privatperson Hans Hölzler kennenlernen dürfen. Und wie im echten Leben, nicht ganz unkompliziert, die Leiter braucht der Bürgermeister zur Enthüllung. Falco mit Sockel ragt in die Baumspitzen und fügt sich prächtig ein im Garser Kurpark. Granit Falco ist eine mittelfränkische Produktion, die jetzt in Niederösterreich für Leutershausener Steinmetzarbeit wirbt. Der Chef selbst ist Falco-Fan bereits seit der frühesten Kindheit. Insgesamt 120 Arbeitsstunden hat das Unternehmen investiert, wohlwissend, dass man nicht alle Geschmäcker befriedigen kann. In der Kunst ist das eine ganz einfache Sache. Da gibt es immer Menschen, denen gefällt es und es gibt immer Menschen, denen das nicht gefällt, so wie Falco-Musik vielen gefallen hat. Die Statue in Gars kommt gut an, auch bei Falcos Mutter und vielen Weggefährten, die genau wissen, was das Original zum eigenen Denkmal gesagt hätte. Ich glaube, er hätte auf seine typische Art leicht säuerlich gegrinst. So, ja, ja, und es wäre vielleicht eine Spur peinlich gewesen. Er war eigentlich, was die wenigsten wissen, ein eher bescheidener Mensch. Ja. Ja, der Hansi hat gesagt, das Leihwand, das gefällt mir schon. Hans war immer eine Ikone, also Stil sowieso. Ich finde es ein sehr stilvolles Denkmal und wird absolut sozusagen diesem Anspruch gerecht. Der Hans hat seine Freude. Einst sagte Falco, wenn ich dort bin, wären's mir alle Lierporn. Damit hat er wohl recht behalten. Falco wird unkopierbar bleiben. Dennoch hat ein fränkischer Steinmetz eine Erinnerung geschaffen, die ganz im Sinne des Vorbilds sein dürfte.